Jahre alt und bin in der 11. Stufe. Ich kandidiere für das Amt der Schülerabgeordneten 2017 an dem Gymnasium in Förde. Ich habe mit vielen von euch gesprochen. Ich habe euch gefragt, was es für Schwächen an unserer oder anderen Schulen gibt. Um Lösungsansätze herauszuarbeiten, haben wir uns zusammen in einen Arbeitskreis gesetzt. Im folgenden Video möchte ich euch meine Pläne für unser Schulsystem erläutern. Schule der Zukunft. Unterricht mit Medieneinsatz. Free Wi-Fi. Aufklärung. Gefahren des Internets. Was kann mein Computer eigentlich? Und wie bediene ich ihn eigentlich richtig? Schule als Fundament des Lebens. Hauswirtschaftslehre. Ein Fach, in dem man nicht nur putzen und kochen lernt, nein. Auch wenn man Verträge abschließt, Versicherungen und vieles mehr. Schokotickets für alle. Dorfkinder mit voller Fahrt voraus in die große, weite Welt. Schöne Schule. Toilettensanierungen. Moderne und ordentliche Klassenräume, die jeden ansprechen, wo jeder sich wohlfühlt. Wo es Spaß macht zu lernen. Meine zweite Fremdsprache. Welche soll ich nehmen? Latein oder Französisch? Warum nur Latein und Französisch? Ich fordere mehr Fremdsprachen. Ab Jahrgangsstufe 6. Unter anderem Türkisch, Spanisch, Chinesisch, Russisch, Polnisch und vieles mehr. Individuelle und flexible Unterrichtsgestaltung. Gleitzeiten. Unterricht ab 9 Uhr, damit du auch wirklich fit bist. Behindertengerechtigkeit. Rampen, Aufzüge, Türen mit Bewegungssensoren. Dieses fehlt an den meisten Schulen. Und zu guter Letzt die Wiedereinführung der Kopfnoten. Leistungsbereitschaft, Sozialverhalten, Zuverlässigkeit und Sorgfalt. Ich hoffe, ihr gebt mir eure Stimme, damit ich eure Interessen vertreten darf. Jede Stimme zählt.